Alles im Leben passiert aus einem bestimmten Grund, weil jede Erfahrung eine Bereicherung ist. Leben heißt nicht leiden, es heißt lernen. Wir lernen mit jedem Tag so viel Neues über uns und unsere Umwelt, dass wir leicht den Überblick verlieren könnten. Für uns fühlt es sich so an, als ob wir Lotto spielen würden. Mal gewinnen, mal verlieren wir. Doch das stimmt so nicht. Nelson Mandela sagte einst: Ich verliere niemals, ich gewinne oder ich lerne. Doch wir brauchen Mut, um das Leben mit dieser Einstellung zu betrachten. Viel zu groß ist die Versuchung, sich zumindest ab und zu der Opferrolle hinzugeben und im Selbstmitleid zu baden, wenn nicht alles nach unseren Köpfen läuft. Wir bekommen weder den Traumjob noch den Traumpartner, von der Traumwohnung ganz zu schweigen. Wir quälen uns lebenslänglich damit, Idealen hinterherzujagen, die mit uns und all unseren Fähigkeiten niemals mithalten könnten. Doch wir reden uns erfolgreich ein, unbedingt so sein zu müssen wie sie. Wir wollen Geld, Status, Erfolg und Liebe und das am besten zeitgleich. Nebenbei wollen wir umwerfend aussehen und ein Leben führen, das einem einzigen Fest gleicht. Wünsche bestimmen unser Dasein. Doch was passiert, wenn sie in Erfüllung gehen? Und was, wenn nicht? Wunsch erfüllt und nun? Wenn unsere Pläne mit denen von Gott oder dem Universum korrespondieren, empfinden wir großes Glück und werten dies als Erfolgserlebnis. Wir haben gewonnen. Doch anders als im Film, wo das Happy End meistens auch das Ende der Geschichte einläutet, fängt es im echten Leben dann erst so richtig an. Wir haben nun also den Job, den wir immer wollten, die Frau, den Mann, das Leben. Wie geht es jetzt weiter? Ein chinesisches Sprichwort warnt uns nicht umsonst. Sei vorsichtig mit deinen Wünschen, sie könnten in Erfüllung gehen. Natürlich sind wir happy und zufrieden, jedenfalls fürs Erste. Doch was kommt nach der Euphorie, den Freudentränen und dem Zauber des Anfangs? Der Alltag hält wieder Einzug. Es geht gar nicht anders, denn niemand lebt in einer Partymeile. Wie so oft sind kleine Gipfelsiege nur ein Teil der Langstrecke. Wir können uns auf diesem Plateau kurz ausruhen und Atem schöpfen. Doch danach muss es weitergehen. Wir Menschen lieben das Gefühl, die Kontrolle über unser Leben in Händen zu halten. Tatsächlich obliegt sehr vieles im Leben unserem Denken, Handeln und unserer Willenskraft. Die Rahmenbedingungen schaffen sich ja höhere Mächte. Sie teilen die Karten aus. Wie wir spielen jedoch, liegt an uns. Die Kunst im Umgang mit erfüllter Sehnsucht besteht darin, zum einen große Dankbarkeit für dieses Geschenk zu empfinden. Zum anderen darf es nicht die Endstation all unserer Bemühungen sein. Den Traumpartner zu treffen ist nur der erste Schritt auf diesem Weg. Den Traumjob zu ergattern, ebenfalls. Die eigentliche Herausforderung kommt danach und diesen Faktor sollten wir nicht unterschätzen. Wünsche können eine sehr kurzsichtige Angelegenheit sein. König Midas musste das am eigenen Leib erfahren. Er wünschte sich, dass alles, was er mit Händen greifen konnte, zu purem Gold werden sollte. Der Wunsch wurde ihm gewährt und er drohte kläglich zu verhungern. Speisen aus Gold sind nämlich leider ungenießbar, selbst in der Mythologie. Es macht daher durchaus Sinn, dass wir nicht alles bekommen, was wir uns erhoffen und ersehnen. Auch hier steckt ein höherer Plan dahinter. Wunsch verweigert? Warum? Es gibt im Leben manchmal kein größeres Geschenk als ein leider Nein vom Universum. Wie viel Glück wir dank dieser Zurückweisung haben, erschließt sich uns oft gar nicht, manchmal erst sehr viel später im Leben. Absagen sind wie die Sackgassen des Lebens. Im ersten Moment stehen wir an und kommen nicht weiter. Erst dann nehmen wir eine andere Route und kommen ans Ziel. Wenn eine Tür sich nicht öffnen lässt, passt dein Schlüssel nicht. Andernfalls würde sie dir weit offen stehen und dich zum Hindurchgehen freundlich auffordern. Auch wenn es vielleicht schmerzhaft ist, setz dich in einer ruhigen Minute einmal hin und erstelle deine ganz persönliche Liste des Scheiterns. Du bist natürlich nicht gescheitert, jemand anders hat das für dich so beschlossen. Aber du hast das sicher so empfunden und tust es vielleicht jetzt noch. Schreib alles auf, wo du ungerecht behandelt wurdest, eine Abfuhr im Privatleben oder eine Absage im beruflichen Bereich erhalten hast.
Welche Abenteuer blieben dir verwehrt? Welche Ausbildung hättest du für dein Leben gern gemacht? Welches Leben hättest du statt deinem gern geführt? Auch diese Frage ist zulässig und darf beleuchtet werden. Anschließend mach dir ruhig die Informationsvielfalt des Internets zunutze. Schau nach, was deine Traumpartner heute so machen und mit wem. Die Menschen neigen dazu, sehr viel von sich preiszugeben. Du wirst sehen, dass gerade Menschen, die nicht in unser Leben kommen wollten, keinen Verlust darstellen. Sie entwickeln sich häufig ganz anders, als wir uns das vorstellen. Dasselbe gilt für Unternehmen, in denen wir unbedingt einmal arbeiten wollten. Auch hier lohnt sich eine kleine Recherche durchaus. Sofern es die Firma überhaupt noch gibt, was sagen die Medien? Welche Skandale haben sich ereignet? Welche Prozesse werden gerade geführt? Zum Thema Ausbildung? Gibt es diesen Beruf überhaupt noch? Wie stehen die Verdienstchancen? Würdest du damit im Hier und Jetzt wirklich gewinnen? Und nun zum Leben an sich. Wir sollten in diesem Punkt wirklich Achtsamkeit, Respekt und Dankbarkeit walten lassen. Niemand zeigt uns sein Leben so, wie es wirklich ist. Reiche, beliebte und schöne Menschen müssen zwangsläufig nicht gesund, zufrieden oder glücklich sein. Wenn deine Ideale Berühmtheiten sind, besorge dir ihre Biografien. Es ist erschütternd, welchen Preis manche Menschen zahlen müssen, nur um von anderen lebenslang beneidet zu werden. Durch das Leider-Nein der höheren Mächte bist du möglicherweise einem Strudel aus missbräuchlichen Beziehungen, ausbeuterischen und extrem belastenden Jobs, einer vergeudeten Ausbildungszeit ohne Mehrwert und einem Leben entkommen, das nur aus Fassade besteht. Eine Niederlage dann und wann ist kein Beinbruch. Sie kaschiert vielmehr eine Chance, uns in eine andere Richtung zu entwickeln als ursprünglich gedacht. Wenn wir Zurückweisung betrachten können wie ein Verkehrsschild, das uns nur zurück auf den rechten Weg bringen will, was haben wir dann noch zu befürchten? Wir sollten uns viel mutiger in Neues stürzen. Es wird, egal wie es endet, nur zu unserem Besten sein. Weder Gott noch das Universum möchten, dass wir leiden. Dafür ist das Leben nicht da. Dafür sind wir nicht auf dieser Welt. Wenn dir dein eigenes Dasein viel zu leer und sinnlos erscheint im Vergleich zu anderen Menschen, gilt, wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Denk immer daran, wenn dir deine eigene Flamme zu bescheiden erscheint. Gesundheit und Sicherheit sind im Leben am wichtigsten. Alles andere ist optional und kommt und geht oder eben nicht. Was außerdem sehr heilsam ist, ist eine genauere Betrachtung des Wortes Enttäuschung. Es meint eigentlich Enttäuschung. Es deckt ein Täuschungsmanöver auf, dem wir glatt auf den Leim gegangen wären, hätten nicht höhere Mächte entschieden, dass das nicht so sein soll. Alles, wirklich alles im Leben geschieht aus einem sehr guten Grund. Vertrau darauf, dann wird dein Leben sich zu deinem Besten entwickeln. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Um keine neuen Beiträge mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt und aktiviere die kleine Glocke. Es kostet dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.